wie das auch geht. Ey, keine Zuschauer, komm rein. Wow. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht es schon und ihr habt es bestimmt auch so sehr wie ich vermisst. Und zwar heiße ich euch herzlich willkommen zum ersten Part von Outlast Whistleblower. Wir haben vor längerer Zeit den ersten Teil abgeschlossen, zusammen mit Miles und mir. Und heute werden wir das zweite Abenteuer angehen, und zwar das DLC zum ersten Teil. Ja, bei den Infos ist eigentlich alles gleich geblieben. Das DLC ist ein Jahr später rausgekommen, und zwar 2014. Ja, die Entwickler sind gleich geblieben. Es ist immer noch ein Horror-First-Person-Survival-Game. Also, ja. Aber eine Information wollte ich euch noch geben. Und zwar, okay, das könnt ihr noch nicht jetzt einschätzen, aber dieser Teil hier, also Outlast Whistleblower, ist mit Abstand mein Lieblingsteil der ganzen Reihe. Wieso und weshalb und warum werden wir dann später, vielleicht werdet ihr dann vielleicht später merken, wenn ich dann auch einige Sachen erwähne. Wir starten aber jetzt mit dem DLC und wir machen natürlich normal mit der Schwierigkeit. Und auch nochmal die Info, wenn ihr keinen Horror vertragt, bitte schaut euch das Video nicht an. Ich habe noch andere Let's Plays gemacht. Schaut euch auf jeden Fall The Town of Light an. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Let's Play gewesen. Dann, oder ist immer noch ein gutes Let's Play, dann auch Little Miss Fortune, ein Projekt, was ich auf meinem Hauptkanal gemacht habe, und zwar nur Damarip, könnt ihr euch ja auch gerne mal anschauen. Und dann auch noch, ja, die Dark Side Detective, auch ein gutes Let's Play, was halt nicht mit Horror zu tun hat. Und ich höre lieber jetzt auf zu quatschen und wir starten mit dem DLC. Wake up. But open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Andrew, you don't need a hint. Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral assumption. What do you hope? You're not happy about it? No. Shit. Shit, shit, shit. Come on. Zwei Stunden zuvor. Und Moment mal, diese E-Mail kennen wir doch. Ganz genau, das ist die E-Mail, die wir damals erhalten haben, als Miles Upshur
Und die Person, die wir jetzt auch gerade spielen, hat diese E-Mail erfasst. Oder verfasst, keine Ahnung. So, ich kann sie auch gerne jetzt nochmal vorlesen. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Marcroft Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht, glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Marcroft scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Ja, was machen wir jetzt hier eigentlich? Und wer ist das? Hallo? Oh, hallo. Ja, kann ich... They've paged for you 3 times already. There's something urgent in the engine. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software guy. Jetzt lass mich doch. Okay, also... Ja, wir haben jetzt diese E-Mail abgeschickt an Miles. Und ja, wer sind wir eigentlich? Es gab keine Einführung, es gab gar nichts. Dann kläre ich das mit euch. Wir spielen Waylon Park, einen Softwareberater, der hier für Marcroft gearbeitet hat, immer noch arbeitet im Moment. Und wie es auch jetzt in dieser E-Mail stand, wir haben 2 Wochen lang als Softwareberater hier gearbeitet und merken jetzt auch langsam, dass das alles hier nicht mehr der Realität entspricht. Was vielleicht noch wichtig ist, so als Randnotiz, dass im Laufe des Spiels dann auch, sagen wir mal, klar wird, dass wir, Waylon Park, eine Familie tatsächlich haben. Und zwar haben wir eine Frau und 2 Kinder. Ich glaube, so war das. Und du willst, dass ich jetzt mit dir komme oder ohne dich. Kommt darauf an. Ja, ganz ruhig. Und es scheint auch, als ob wir jetzt noch nichts hätten. Oh ja. Entschuldigung. Aber ich habe ein bisschen Husten. Genau. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Okay, wir haben irgendeine Art Pager oder so. Da können wir nicht mehr hin, oder? Okay, er lässt uns überhaupt gar nicht hin. Wir müssen wahrscheinlich zum Antrieb. Zum morphogenetischen Antrieb. Da kommen die Erinnerungen wieder. Ja eben, ich bin hier viel wichtiger als die ganzen Mitarbeiter. Ja, das war er. Im letzten Part von Outlast sind wir ja auch hier runtergegangen in das Labor. Entschuldigung. Und mussten den morphogenetischen Antrieb... Ja, und mussten den morphogenetischen Antrieb zerstören. Ja, dann mache ich eben hier. Meine Güte. Meine Güte mit der Husten. I'm so sorry, Leute. Das ist echt schlimm. Es tut mir wirklich leid. Ich habe noch eine leichte Erkältung.
Und da ist der Husten immer noch da, deswegen... Wird es vielleicht nochmal in diesem Video ein bisschen schlimm. Und was geht jetzt hier ab? Irgendein Patient, der... Oh Gott! Hey, calm yourself. This is a high security... It's all right, Agent. Mr. Parker was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Natürlich! Dafür arbeite ich ja hier. Quickly, Mr. Park. We'll need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the... Genau. Tip, 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 tip. 4, 3. Arterial spin labeling is back online. Good. Ha! Positioning imaging planes. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Natürlich. Also, oh Gott. You're done here, Mr. Park. Thank you and goodbye. Ja, gut. Echt mal, die sind richtig unhöflich hier. Okay. Alles klar. Dann ist es ja wirklich... komisch. Sehr, sehr komisch. Naja, dann machen wir uns doch mal auf den Weg wieder in unser kleines Kämmerlein hier. Die Tür habe ich nicht zugemacht. Leute, ich habe die Tür nicht zugemacht. Hallo? Somebody's been telling stories outside of class. Oh nein. Ah! How do I can see him? Mr. Wayland Park, consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Und damit fängt das DLC wirklich jetzt an. Das hier war, sagen wir mal, eher nur so ein Einstieg. Aber jetzt geht's richtig los. Und jetzt sind wir wieder hier in dieser Kammer. Hallo! Was? Wir wurden freigelassen? Gott. Ja, steh auf! Be free! D-d-d-d-d-d-d-d. Oh Gott. Oh Gott. Und natürlich war das auch die erste Sache, die wir gefilmt haben. Wo ist der Dude hin? Oh. Ich frag nicht mehr nach. Was? Ja, jetzt warte doch mal. Notizen. Wir haben eine schon eingesammelt. Mit den Worten, sollte ich sterben? So. Diese Notiz besagt,
Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen, unbedingt Hilfe holen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht konnte, die Wahrheit zeigen. Lisa, Baby, es tut mir so leid. Ich hab's verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich hab's sowas von verkackt. Hm, hast du. Wenn ich persönlich sein will, du hast es verkackt. Ja, das war seine Frau, die er da jetzt eben erwähnt hat, die Lisa. Tatsächlich, er lässt uns frei. Aus welchem Grund? Du willst lieber hier ein bisschen... Okay. Ey, die Musik schon wieder, ey. Okay. Kommt das von hier? Okay. Nein, okay. Ah, hier ist eine kleine... Blablabla. Eine Batterie mit Y. Ja, genau, das wissen wir noch. Ey, die Musik klingt wirklich nicht gut. Okay. Einer der überlebenden Doktoren. Alles klar. Wie das auch geht. Ey, keine Zuschauer. Komm rein. Wow. Was ist das denn für eine Aussage? What? Oh no! No! Don't! No! Nein, nicht du! Nicht du! Nicht du! Hier rein! Oh Gott! Alter, die haben sich hier richtig... It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Ja, wie denn? Oh, danke. Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen. Tut da eure Sache, ich tu... Oh nein. Das hatten wir schon mal, Leute. Wisst ihr noch? Auch der erste Teil. Ach komm, scheiß drauf. Was? Nein! Was? Der greift mich wirklich an. Was geht mit dem los? Bruder, was los? Alter! Mach! Alter! Und das war jetzt auch wieder so eine Sache. Ich wusste, dass der hochkommt, aber ich habe mich trotzdem erschrocken. Get them on the radio, the National Guard could be here with it. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkoff has it under control. Yeah, I know. Okay. We need to that radio. Outside help doesn't come without outside. Interessant. Das haben wir auch gleich wieder gefilmt. Danke, dass ihr mir euren Plan gesagt habt. okay. Das waren wahrscheinlich noch zwei Security Guards, die überlebt haben, anscheinend. Und wir haben jetzt auch wieder ein Ziel. Gelange zum Funkgerät im Gefängnis. Und wir haben eine weitere Notiz, ein Funkgerät im Gefängnis.
Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis. Kurzwelle. Sollte es Saft haben, dann bringe ich es zum Laufen. Dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung. Lisa, ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität? Wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Moorcroft ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität um deines Willen, Lisa, und für die Jungs. Auch nochmal die Erwähnung zu seinen Kindern, die beiden Jungs. Aber ich hätte Moorcroft plusstellen sollen, zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jedem und allen zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben. Nicht bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen? Ja, nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt, zu gefährlich. Ja. Dann, we need the radio, all the things, Radio Gaga. Du lässt mich doch, oder? Der scheint nicht, gefährlich zu sein. Ha! Tschüss, Alter. Tschüss. Mach da dein Ding, oder was weiß ich. Hä? Moment. Hier waren die doch jetzt eben. Wo sind die hin, Alter? Sind die weggezaubert worden, oder was? Wie können die so schnell verschwinden? Wahrscheinlich hier raus. Alter. Daran merkt man jetzt auch schon mal, ich habe lange nicht mehr Outlast Whistleblower gespielt. Da sind so einige Sachen, da erschrecke ich mich trotzdem immer noch. Okay. Hier ist einer der, dieser Kammern oder so. Da können wir aber nicht. Nein. Please. Was ist da jetzt? Ich will nicht. Ah, es geht doch nicht. Okay. Hier ist so ein Security-Raum. Ach, extra für diesen Gang. Wollte ich jetzt schon sagen. Help me, please. I'm a doctor. I need to get hold of my... You're not security. I was... I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. We can get out of here together. Kann ich mir das noch überlegen? Okay, ich nehme erstmal die Batterie. Das kommt mir nicht so sehr koscher vor. Okay. Wir haben wieder eine Notiz. Alter, was geht da ab? Okay. Die Ärzte sind krank. Ja, aber war das jetzt ein... Ich weiß, keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Mann sterben sehen. Habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sarges gesehen. Dutzende heute ermordet oder schlimmer. Ich habe einen Mann in die Augen geschaut, als ein anderer ihn in Stücke riss. Behauptet, er sei ein Arzt, doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gesteckt haben, und änderte seine Geschichte, sagte, er sei ein Patient. Er hätte entweder oder sein können. Sie sind alle verrückt, alle krank. Es gibt keinen richtigen Unterschied zwischen ihnen mehr. Die Therapie breitet sich aus. Und was bin ich? Ich sah dem Mann beim Sterben zu und dachte nur, ich bin es nicht, Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann. Ich will nicht ermordet werden. Dann müssen wir hier zusammen das durchstehen, ne? Auch wieder irgendwelche Dokumente, Malereien von Kindern. Oh
Gott. Und die Tür ist zu. Nein! Nein! Arschkopf. What? Exit! Exit! Nein. Die haben ja alles zu barrikadiert. Verdammt. Wir kommen hier nicht mehr raus. Gut. Aber das war's. Leicht zu erwarten. Ich stelle mir gerade eine Frage, warum die erkenntlich sind und die nicht. Ich meine, ja, aber auch nicht. Keine Ahnung. Okay. Das sind aber auch Probleme, die habe wahrscheinlich nur ich. Schöne Probleme, die... die insgesamt was mit der insgesamten Lage zu tun haben. Ein Dokument, tatsächlich. Unser Rücktritt. Wayland Parks Rücktritt. von Mr. Blair. Um genau zu sein, Jeremy Blair. Ich glaube, er hieß Jeremy oder Jerry Blair. Ich weiß es nicht mehr so genau. An Harcourt. Harcourt Corporation. Betreff Rücktritt aufgrund mentaler Gesundheit. Mrs. Grant, es ist möglich, dass Sie in den nächsten Wochen von einer Mrs. Lisa Park aus Liddell Co. kontaktiert werden, welche um einige Informationen über den Rücktritt und die Einweisung Ihres Ehemannes Waylon bitten wird. In diesem Fall leiten Sie diese Bitte an mich persönlich weiter. Mr. Park, vorheriger Beratungsvertrag 8208. Trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten psychischen Erkrankung zurück. Ich habe Mrs. Lisa Park und ihre Söhne persönlich besucht und habe ihnen diese Informationen mitgeteilt. What? Der war bei uns zu Hause? Natürlich mit dem Hoffnungsschimmer, dass Mycroft Psychiatric großzügigerweise die Behandlung übernimmt. Alter, dieses Schwein, ey. Mrs. Park hatte einige wenige freundliche Worte über mich und über die Mycroft Corporation zu sagen. Und ich versicherte ihr, dass sie mit einer Handlungsvollmacht die Diagnose des Arztes, die Krankheit ihres Mannes betreffend, anfechten könnte. Ja, ihr wisst schon. würde dann allerdings aufgedeckt, dass er unter Spiegelung falscher Tatsachen zurückgetreten sei, dann würde die Krankenversicherung aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verachtenden Summe Schulden auseinandersetzen. Ich hoffe, sie hat verstanden. Sollten sie allerdings darauf bestehen, zu einer Plage zu werden, oder sollte sie versuchen, mich zu umgehen. Lassen Sie es mich bitte wissen. Ich möchte mich um diesen Fall persönlich kümmern. Mit freundlichen Grüßen. Jeremy Blair. Blair, dieses Arsch. War bei uns zu Hause, bei unserer Frau und schrecklich. Schrecklich, dieser Typ. Wieder eine Batterie. Oh. Wir sind wahrscheinlich auch wieder Batteriejäger des Todes. Werde ich wahrscheinlich jetzt auch wieder sein. Hallo? Dann nehme ich. Nehme hier. Ja, das machst du. Das andere nicht. Oh, meine Güte. Oh Gott. Das wird doch jetzt schön. Oh Gott. Was ist hier? Hier kann ich rein. What the f? Ja, ich lade gleich nach.
Das sind noch einige der Behandlungsräume hier anscheinend. Hier ist aber nichts. Gibt es hier auch wieder andere Wege, wo ich lang könnte? Okay, warte. Dann will ich doch nochmal hier hin. War hier noch was? Nee. Nee, okay. Dann war das schon richtig, wo ich hier lang bin. Weil ich wollte jetzt schon sagen, hä, wo ist denn jetzt hier der nächste Weg? Aber dann ist wahrscheinlich das hier der richtige weitere Weg. Oh Gott. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte ran. Oh Gott. Der Kannibale persönlich, oder? Hi, Leute. Oh Gott. Was gibt's denn heute? Naja, du weißt schon. Leckere Blutsuppe mit Händen und Armen drin. Und die Fußzehen auch? Nein, die waren nicht mehr übrig. Die habe ich für den Nachtisch benutzt. Ach, mein Gott. Okay. Ich bleib lieber geduckt, falls jetzt schon irgendwas passiert. Übrigens, das sollte nicht sein, gell? So, dieses Pixelige. Aber naja, ich will nicht böse sein. Damals zu den Zeiten konnte man nicht anders programmieren. Oder nicht besser programmieren. Ach du meine Güte. Ah, jetzt muss ich... Aber der sieht mich doch. Oder nee, der ist hier konzentriert auf... Don't look at us. I love him. Natürlich tust du das. Ich meine, wie sagt man so schön? Love is love. Wer sollte den lieben, den er lieben will? So, Liebe kennt keine Grenzen. Ist das aber wirklich in jedem Fall korrekt? Wir müssen nachladen. Weil selbst mit dieser vorgetäuschten Nachtsicht, also wenn dann die Batterie alle ist, habt ihr jetzt eben gesehen, das war nicht gerade das Beste. Ey, Bruder, mach nicht diesen. Okay. Geht es weiter? Mit ein bisschen Licht wieder. Hier war ein Speicherpunkt, okay. Ich nehme jetzt auch wieder sehr lange auf, merke ich gerade. Dann würde ich auch sagen, beenden wir hier diesen Part. Und schauen einfach... Was ist hier draußen? Ist das traurig. Hä? Moment. Ist das ein Bild von Vater Martin? Vater Martin? Auch hier in diesem Spiel? Naja, das werden wir dann wahrscheinlich alles im nächsten Video, sagen wir mal, feststellen. Leute, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann bitte, bitte einen Daumen nach oben lassen und abonniert diesen Kanal und abonniert meinen Hauptkanal. Der da heißt DamaRip, besucht mich auf Instagram. Dort heiße ich auch DamaRip. Und dann sehen wir uns im nächsten kleinen Abenteuer hier. Wieder. Warte. Bis dahin. Ciao.